Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Mit weihevollem Pathos wird hier eine Gesetzesänderung beschworen. Und die, die es inhaltlich angehen sollte, zum Beispiel den christdemokratischen Teil der Landesregierung, die glänzen hier durch Abwesenheit. Die Reihen der CDU-Fraktion leeren sich auch sukzessive. Ich finde das immer toll, wie ernst Sie Ihre ureigensten Anliegen nehmen. Wenn Sie uns nicht hätten, meine Damen und Herren. Und ich bedauere das ein wenig, dass Sie die Diskussion, die wir hier in diesem Hohen Hause am 29. Januar dieses Jahres zu eben diesem Thema schon mal hatten, mich etwas verinnerlicht haben. Da hätten Sie ein anderes Gesetz vorgelegt. Dann hätten Sie zum Beispiel, das ist von den Grünen angedeutet worden, die anderen Religionen berücksichtigt. Nun bin ich nicht Mitglied der SPD-Fraktion und halte darum dieselbe Rede nicht zum wiederholten Male, sondern versuche es anders auszudrücken. Sie schreiben hier in der Rechtsfolgenabschätzung, dies gäbe nämlich gewissermaßen das gehabte Prozedere nur evangelischen Christen die Möglichkeit, das Reformationsjubiläum in einem zeitlich angemessenen Rahmen zu begehen. Ja, mein Gott, was soll das? Was soll das? Warum sollen eigentlich katholische Christen das Reformationsjubiläum in einem angemessenen Rahmen begehen? So schlecht können ja Ihre Kirchengeschichtskenntnisse nicht sein, dass Sie nicht wüssten, dass sich Luthers Maßnahme eigentlich gegen die katholische Kirche richtete. Weshalb sollen Muslime das Reformationsjubiläum in einem angemessenen Rahmen begehen, ist mir irgendwie schleierhaft, wenn nicht gleichzeitig zumindest das Zuckerfest eingeführt wird als gesetzlicher Feiertag in Berlin. Dasselbe trifft für die Anhänger der mosaischen Religion an, Feueranbeter und was es nicht alles noch gibt, Hindus. Das fällt bei Ihnen alles in dieser wunderschönen Multikulti-Stadt gewissermaßen hinten durch. Das fällt durch. Ganz putzig wird es. Sie servieren uns ja stattdessen eine ökumenische Einheitssoße, die ziemlich ungenießbar ist. So, naja gut, also Herr Verrücken, Licht und Schatten der Reformation, pardon, hier steht etwas von seelischer Erhebung. Seelische Erhebung und nicht Diskussion von Licht und Schatten der Reformation. Ganz verräterisch wird es, wenn wir dann sozusagen auf die Kostenauswirkungen kommen. Frau Seibert hat ja mit einer bemerkenswerten Offenheit schon das Problem der Umsatzeinbußen beschworen. Hier steht, ich zitiere, Handel und Tourismus werden von zusätzlichen Einnahmen durch zusätzliche Besucherinnen und Besucher in der Stadt zum Reformationsjubiläum profitieren. Punkt. Ja, mir fällt da sofort Johannes 2, Vers 13 bis 16 ein. Das ist die hübsche Geschichte, in der Jesus die Wechsler aus dem Tempel jagt. Nämlich mit der Bemerkung, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhause. Genau das steht aber in Ihrem hundsmiserablen Gesetz. Sie machen das Haus des Herrn zu einem Kaufhause und gucken mal zuerst auf Umsatz und Rendite. Pardon, aber Sie geben den Berlinern und Berlinerinnen eine kleine Chance, ihrer Kommerzgier aus dem Wege zu gehen, nämlich wir dürfen gemeinsam in jeweils anderen Bundesländern diesem Jubiläum beiwohnen. Okay, ich räume ja ein, ich bin in Wittenberg. Aber ich nehme an, viele Berlinerinnen und Berliner werden die Wälder des Landes Brandenburg heimsuchen an diesem Tag. Es ist Pilzsaison. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen herzlichen Dank.